Willkommen beim Lokführertraining am Hauptbahnhof Augsburg. Heute lernen Sie, diesen BR-403 Hochgeschwindigkeitszug im Intercity Express Weiß zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Stellen Sie die Außenbeleuchtung für den erwarteten Fahrbetrieb ein. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, bevor Sie die Türen entriegeln. Türen geöffnet. Schließvorgang eingeleitet. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Schließvorgang eingeleitet. Für diese Einführung fahren Sie entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecke Richtung München. Nach der Abfahrt lernen Sie, wie man das AFB-Kontrollsystem aktiviert. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit. Um das AFB-System einzuschalten, stellen Sie sicher, dass der Leistungsregler nicht aktiv ist. Bewegen Sie den AFB-Hebel auf die angezeigte Geschwindigkeit und navigieren Sie dann zum entsprechenden Bildschirm auf der Multifunktionsanzeige. Aktivieren Sie das AFB wie angezeigt. AFB. AFB. AFB.
Sie können jetzt mit dem Leistungsregler die volle Leistung einstellen und das AFB-System wird den Zug mit der eingestellten Geschwindigkeit steuern. Um die Geschwindigkeit des Zuges zu ändern, passen Sie einfach die Position des AFB-Hebels an. Das AFB-System auszuschalten, stellen Sie sicher, dass der Leistungsregler nicht aktiv ist. Deaktivieren Sie das AFB wie angezeigt. Zug wie angezeigt zum Halten.
Störung. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.